kommt ganz sicher noch in den Zweikampf rein. Von dem her ist es keine hundertprozentige Torschuss. Für mich keine rote Karte. Und wenn man anschaut, auf der Gegenseite war es eine ähnliche Szene. Und bei dort hat es keine rote gegeben. Von dem her. Ja, schade. Kannst du nicht machen. Ich glaube, der Hinterste und Letzte hat gesehen, dass das Abseits war. Es sind ja nicht ein oder zwei, es sind glaube ich, vier Spieler im Offside. Ich weiß nicht, wieso dass man so etwas nicht sehen kann. Und das ist natürlich sehr bitter für uns. Wenn du so eine Chance gehabt hast, um eine Runde weiterzukommen, dann wird er die eigentlich genommen. Ja. Ich glaube, wir hatten heute die Chance gehabt, wo wir eigentlich das ganze Jahr darauf gewartet haben. Und dann wird er die so einfach weggenommen. Das ist so bitter. Ich glaube, ich bin überzeugt, wenn wir die 11. fertig gespielt hätten, dann hätten wir das Spiel, hätten wir mindestens einen nötigen Punkt geholt. Wir sind nach der roten Karte chancenlos gewesen. Das ist für mich jetzt eigentlich ein Spiel zum Vergessen. Es ist wirklich vieles gegen uns gelaufen, auch das 2-0, wo anscheinend auch offside war. Aber schlussendlich müssen wir nicht diskutieren. Wir sind wirklich nachher chancenlos gewesen nach der roten Karte. Ja, ich denke, es ist sehr umstritten. Ich weiß nicht, ob er ihn wirklich berührt hat oder ob er sich gehen lassen hat. Ich weiß nicht, ob man gerade rot geben muss, weil der Schär ist auch noch nebendran gewesen. Aber schlussendlich hat der Schiri so entschieden und hat für mich durch das auch den Match entschieden. Das war total unverständlich für uns alle gewesen. Und nach dem 2-0 haben wir natürlich auch resigniert. Wir haben gewusst, das ist nicht mehr zu holen.